war mitten im Winter, Anfang Januar 2012, und ich gehe jetzt mal in die Pilze. Es soll es ja Winterpilze geben. Wir mal gucken, was so wächst. Ich werde auf jeden Fall ein paar Pilze finden, denn wir haben bislang hier noch gar keinen Frost gehabt. Und deshalb könnte man ruhig mal gucken gehen, nicht? Ich habe auch meinen Trüffelhund dabei wieder, den Flo. Da vorne läuft er. Und naja, kommt mit und seht, ich werde mal viele Pilze, die ich sehe, aufnehmen. Und wir lassen uns einfach mal überraschen. Ja, hier wachsen so kleine Winzlingspilzchen, irgendwelche Schwindlinge. Aber es zeigt ja doch, dass also irgendwas am Wachsen ist hier. Ja, hier haben wir die ersten Seitlinge. Kleine Außenseitlinge. Ich nehme sie mir mit. Ja, auch hier sind kleine Seitlinge an den Stamm. Ja, die Lamellen unter dem Kopf zeichnen den also als Seitling aus. Aber wie gesagt, die sind nur Daumennagel groß. Muss ich mal nachsehen, was das für welche sind. Ja, der ungewöhnlich milde Winter sorgt sogar dafür, dass der digital ist, also der Fingerhut hier schon gewaltig am Austreiben ist. Ja, und Truffelhunden gefällt das auch. Ja, was hat den Trüffelhund da gefunden? Ganz viele gelbe Pilze an einem Baumstamm. Ja, und das sind wieder Seitlinge. Wenn ich die mal rausnehme, die haben wieder Lamellen. Ja, es ist ja ein Fichtenstamm und daran sind dann so gelbe Seitlinge. Es ist kein Porling, das sieht man an den Lamellen. Aber die lasse ich hier, die sehen mir schon ziemlich alt aus. Normalerweise müsste hier der Schnee jetzt Meter hoch liegen, was für Anfang Januar normalerweise üblich wäre. Aber wie gesagt, es sieht hier mehr aus, als wenn der Frühling bald ausbrechen würde. Sogar die Waldbeeren haben schon geknospet. Ja, und Flo, der wuselt auch ganz prächtig hier rum. Ja, der hört aufs Wort, der Kleine, Gott sei Dank. Sonst könnte er nicht ohne Leine laufen. Na, ob es glaubt oder nicht, hier wächst sogar noch ein Pfifferling. Ah, was hat der Trüffelhund denn da gefunden? Ja, dann werden wir mal hier durch diesen lichten Laubwald wandeln. Weil da erfahrungsgemäß die Pilze zu wachsen pflegen. Ja, und hier haben wir einen ganzen Klumpen eine von Judasohren. Man kennt die auch als chinesische Moerpilze. Die wachsen hier an einem umgeknickten Baum. Aber die sind schon zu irgendwie zu schleimig. Ein prächtiger Birkenporling an diesem Birkenstamm. Auch an diesem Baumstamm wachsen Seitlinge. Wieder zu erkennen an den Lamellen. Ja, und diese Seitlinge, hier wachsen sie an einer Birke, sind wirklich bald an jedem Baumstumpf zu finden. Hier wachsen auch noch Pilze. Ich würde sagen, es sind Grubenrüblinge. Ja, aber Wahnsinn. Der Winter, der ein Spätherbst war. Ja, und sogar die Nebelkappen gedeihen noch. Also das habe ich doch nie erlebt in einem Winter, dass hier noch Pilze wachsen. Anfang Januar, also wirklich. Nehmen wir mal hier in den Nadelwald rein. Lassen wir uns mal überraschen.
Hier steht auch alles voll Pilze. Da vorne, wo der Hund ist. Komisch. Ja, solltet ihr solche Kapseln im Wald finden, lasst sie bitte liegen. Das sind Impfköder gegen die Schweinepest. Die werden abgeworfen oder ausgebracht von den Jagdausübungsberechtigten. So eine Ahnung, was hier wächst, habe ich da nicht. Aber das sind irgendwelche Rüblinge, würde ich sagen. Riechen gut pilzig. Und sind relativ frisch. Also die sind im Wachstum. Ja, wie gesagt, ist pilzmäßig wächst und gedeiht es hier in den Wäldern. Jetzt müsste man da ein bisschen mehr Ahnung haben, was das ist. Ganze Cluster von Pilzen. Auch an diesem Baum Seitlinge, aber etwas ältere schon. Und auch hier noch Pfifferlinge, ne? Also ich glaube es nicht. Das ist Wahnsinn. Hier wachsen auch noch so Pilze. Ja, das ist wieder was zum Bestimmen für unsere Experten, glaube ich. Ja, Teufel, du bist ganz schön weit weg. Ich ruf mal. Flo, komm hier hin, komm! Ja, der hat sich das Blinkeding angemacht. Komm! Na komm da! Ja, der sieht aus. Oh. Unter dem Bauch, da sieht er ja aus, ja, als wenn er aus der Schweinesohle käme. Hä? Aber auch ein Hund wird hundgerecht behandelt werden. Toll. Ja, aber wie ich meine Frau kenne, Flo, komm her! Heißt das hundgerechte Behandeln, die rituelle Waschung in der Dusche, ne? Ja, hier gibt es auch das typische Winterobst. Pferdeäpfel. Ja, noch ein Pilz. Hier an einem Bachufer finde ich an einem Holunderstamm sogar ein paar Sammfußrüblinge. Ja, so, jetzt bin ich hier am Kerspebach in einem Erlen- und Holunderbestand. Und prospektiere hier auch mal. Da oben, da steht ein Wiesent. Ja, auch hier die obligatorischen Seitlinge und eigenartige Pilzgewächse. Aber auch hier am Ufer der Kerspe ist der Boden mit Pilzen bedeckt. Ja, es fängt jetzt hier so richtig eklig an zu nieseln. Aber wir wollen mal hier gucken. Denn an Erlen sollen ja auch Sammfußrüblinge wachsen. Naja, das den Gefallen tun uns aber nicht. Ich sehe hier zwar Seitlinge, aber und irgendwelche Ständerpilze, aber keine Sammfußrüblinge. Ja, setzen wir die Prospektion mal in einem anderen Wald und anderen Gebiet fort. Ja, hier haben wir noch ein ganz interessantes Flechtenwachstum von so blau-grünen Flechten und kleinen Baumpilzen. Alles voll Seitlinge, alles voll mit Seitlingen. Aber auch hier vorne wachsen Seitlinge. Ja. Also die könnte man hier mit der Sense mähen. Guckt euch das an. Ja, ein, zwei Wochen früher, man hätte hier gut ernten können. Ja, der hier, der ist noch sehr frisch. Ja, man sollte meinen, hier auch noch ein paar Samtfüßchen zu finden, aber Fehlanzeige. Außer die gerade an dem Holunderstamm sind hier keine mehr zu sehen. Dafür hängen die Bäume hier voll mit Seitlingen. Voll.
Guckt euch das an hier. Ja, Leute, das war es jetzt nun mit meinem ersten Pilzefilm des Jahres 2012. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Das Wetter, das macht mir jetzt leider einen Strich durch die Rechnung. Ich hätte gerne noch in einen anderen Wald prospektiert, aber es hat jetzt ein ganz fieser Sprühregen eingesetzt. Da habe ich einfach keinen Bock drauf, darin rumzulaufen. Ja, freut euch hier mit dem Film. Dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.